Kompliment an Wolfgang Reitzle, denn das hier ist wirklich die schonungsloseste Abrechnung und beste Kolumne, die ich dieses Jahr überhaupt gelesen habe. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und dabei handelt es hier um die Kolumne von Wolfgang Reitzle, der lange Jahre lang der CEO von Linde war, ja, einem deutschen Industriekonzern, der also so einiges von wirtschaftlichen Zusammenhängen und so weiter versteht. Und der rechnet hier knallhart ab, nicht nur mit der aktuellen Regierung, sondern auch schon bereits mit der Vorgängerregierung und der Merkel-Politik, ja. Er schreibt hier die Illusion vom anstrengungslosen Wohlstand. Auf jeden Fall lesenswert, allerdings nur für Welt-Plus-Leser. Deswegen fasse ich euch gerne mal hier bei Aktien mit Kopf einige Dinge zusammen. Und ich muss wirklich sagen, selbst ich, ja, der ja auch für deutliche Worte mittlerweile bei YouTube bekannt ist, musste einige Male beim Durchlesen so richtig mit der Hand schütteln, weil es halt einfach wirklich heftig war. Aber absolut in jedem einzelnen Punkt dieser Kolumne kann ich hier flächendeckend zustimmen. Es geht erstmal los mit einer Art Bestandsaufnahme der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Deutschland, wo er erstmal ein Zeugnis erstellt, was nicht unbedingt gut ist, weil er sagt, die Lohnstückkosten sind in Deutschland in den letzten Jahren immer weiter und weiter angestiegen. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass wir jetzt, was das BIP pro Kopf angeht, wo es ja eigentlich immer heißt, Deutschland gehört zu den volkswirtschaftlich stärksten Ländern der Welt und so weiter, wo wir mittlerweile in Deutschland, was das BIP pro Kopf angeht, nicht mal mehr zu den Top 10 gehören. Und als ich das gelesen habe, ich meine, dass wir nicht mehr zu den 20 wettbewerbsfähigsten Ländern der Welt gehören, das wusste ich schon, aber dass wir nicht mal mehr in den Top 10 des BIPs pro Kopf in ganz Europa sind, und dann habe ich das Ganze nochmal nachgeschaut, aber es stimmt. Schaut mal selbst nach. Ja? Luxemburg, Irland, Schweiz, Norwegen, Dänemark, Island, Schweden, Niederlande, Großbritannien, Finnland, Österreich, Belgien, Deutschland. Ja? Wir kommen erst hier unten beim BIP pro Kopf. Und jetzt könnte man sagen, ja, Schweiz, Irland, Luxemburg sind natürlich wegen ihrem Finanzplatzstatus und natürlich auch Irland wegen ihren ganzen Steuermodellen vielleicht noch auszuklammern. Aber selbst wenn ich jetzt Luxemburg, Irland und die Schweiz ausklammere, kommen wir gerade noch so mit Ach und Kraft auch auf Platz 10 hier. Ja, zuletzt hier nur noch $42.000 pro Jahr, ne, was an BIP pro Kopf generiert wird. Und das ist natürlich schon mal eine heftige Bestandsaufnahme, die eigentlich sämtliche Politik eben einen absoluten Warnschuss jetzt geben sollte, ne? Und er macht dann erstmal weiter und sagt, es gibt eigentlich zwei große Probleme, die halt die Merkel-Politik uns eingebrockt hat. Nämlich, dass man immer situativ einfach regiert hat, ja? Wie beispielsweise damals bei Fukushima, ne? Und dann dem Abschalten der Kernkraftwerke und so weiter. Dass man einfach situativ bezogen das Ganze gemacht hat und dass es einfach keine wirkliche nennenswerte Strukturreform gab und dass man gleichzeitig ab 2015 einfach eine massive Migrationskrise hat entstehen lassen, weil man das Ganze keiner wirklichen Kontrolle unterworfen hat. Und jetzt haben wir die Situation, die wir nun aktuell haben. Und das spricht ja auch genauso deutlich an. Ich zitiere jetzt mal hier nur ein, zwei Sätze und zwar: kontinuierlich ausgebaut wurde nur der Sozialstaat. Gespart wurde an präventiver Instandhaltung, Schienensystemen, Straßen, Brücken, Schulen, ja, und öffentliche Einrichtungen haben massiv gelitten. Für ein so reiches Land wie Deutschland ist der Zustand der Infrastruktur eine Schande. Wegen überbordender Bürokratie steht die mangelhafte Dienstleistung des Staates für die Bürger in eklatantem Gegensatz zur ständig steigenden Steuer- und Abgabenlast, ja. Aber es geht noch viel weiter, denn er sagt dann zum Beispiel, dass der aktuelle Wirtschaftsminister, also Habeck, eigentlich ein Fall für die Märchenbuchstunde ist, weil er in dieser Industriepreislogik, die er jetzt ja planwirtschaftlich einführt, einfach die Bürger de facto anlügt. So steht es jedenfalls in dieser Kolumne drin. Und man muss ja auch sagen, weil zusätzlich zu diesen ganzen aktuellen Strukturproblemen und so weiter. Ich sag mal so, Probleme gibt es immer. Und Probleme an sich, sei es jetzt zum Beispiel mal eine Wirtschaftskrise oder mal eine höhere Inflation, all diese ganzen Dinge oder auch mal steigende Energiekosten und so, all diese ganzen Dinge sind verkraftbar, wenn man, und das ist der Punkt, den ich auch immer als einer der Hauptkritikpunkte aktuell sehe, wenn man eine maximale Leistungsgesellschaft weiterhin etabliert. Weil wenn du Leistung belohnst, ja,
und Leistungsfähigkeit förderst, dann kriegst du einfach Unternehmen, Strukturen, Mitarbeiter, Selbstständige, Menschen, die richtig Bock haben, Gas zu geben. Und dann kann es sogar sein, das weiß ich aus eigenen Lebenssituationen und aus eigenen Krisensituationen auch. Ja, ich meine, 3 Jahre Scheidung beispielsweise waren jetzt auch nicht unbedingt leicht mit all diesen ganzen Hin und Her, mit den verschiedensten Anwälten und zig Notaren und all diesen ganzen Streitigkeiten unter anderem und so. Das war halt auch nicht beispielsweise leicht. Aber immer dieser Fokus auf die eigene Leistung, auf die Leistungsbereitschaft, hat mich immer wieder aus jeder eigenen Lebenskrise rausgebracht. Und ähnlich war es auch bei vielen Unternehmen schon, wo ich selbst tätig war oder wo ich zum Beispiel als Gesellschafter mit dabei bin. Dass ich immer sehe, egal welche Krise kommt, und das sage ich auch immer den Mitarbeitern teilweise in den Unternehmen oder den anderen Geschäftsführern, ne, egal was kommt, Leute, auch wenn es mal schlecht läuft, ja, zum Beispiel unsere österreichische Firma, auch letztes Jahr, mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen gehabt. Und immer das in diesen Diskussionen. Leute, weiter Gas geben, weiter Leistung bringen, dann werden wir da durchkommen und dann werden wir, wenn es wieder besser läuft, alle Chancen wahrnehmen und richtig wieder nach vorne schreiten. Deswegen, solange man die Leistungsbereitschaft aufrechterhält, kriegt man auch wieder eine blühende sozusagen Wirtschaft. Aber das Problem ist, und genau das spricht hier Wolfgang Reitzel auch ganz deutlich an, dass wir uns eigentlich in einer Gesellschaft finden, die mehr und mehr so die Art, diese grüne Ideologie von Degrowth und so von Umverteilung hat und von, wir machen jetzt alles mit einer 4-Tage-Woche, natürlich durch gleiche Bezahlung und so oder noch höhere Bezahlung, und wir könnten irgendwie den Wohlstand einfach mehr und mehr umverteilen, weil es gibt ja genug Superreiche, von denen wir alles wegnehmen können. Und dann dieser Glaube, man könnte damit international im Wettbewerb tatsächlich punkten. Und jetzt sagen dann wieder Leute so, ja, dieses mit diesem Degrowth, das stimmt doch alles gar nicht. Naja, Leute, schaut euch hier einfach mal bitte, bitte, bitte eine Ulrike Herrmann an, ja, Wirtschaftsredakteurin der Taz, die auch in zahlreichen Talkshows immer wieder durchgereicht wird, wo sogar Politiker ihr zuhören, wo die Talkshow-Hosts ständig an den Lippen kleben und einfach alles toll finden, was sie sagt, die Bestseller schreibt. Und wenn ich mir dann anhöre, was sie zum Beispiel sagt, in welche Zukunft wir in Deutschland zusteuern, sorry, da läuft es mir ganz kalt den Rücken runter. Hört einfach mal kurz rein. Genau dieses System, eine private, also eine staatlich gelenkte Privatwirtschaft, wo man sich entscheidet, was in dieser kleinen Kreislaufwirtschaft noch produziert wird, plus Rationierung, das ist unsere Zukunft. Ja, da hört ihr es, ne? Private, ganz kleine Wirtschaft, die vom Staat geplant wird, ja, und dann noch rationiert wird, und damit retten wir sozusagen die Welt. Und Wolfgang Reitzle einfach zerschmettert jeder dieser Argumente, indem er einfach sagt, so funktioniert die Wirtschaft nicht. Wir retten damit nicht mal das Klima selbst, sondern wir haben selber eine Klimapolitik mittlerweile, die wieder auf Braunkohle setzt, statt auf perfekt funktionierende Kernkraftwerke. Und eine weitere Lösung, sagt er beispielsweise, wäre eben jetzt über Gas eben zum Beispiel, dass man dieses Carbon Capture and Storage macht. Dass man also genau dort in den ganzen Industrieprozessen, das habe ich auch schon in den Videos schon oft auch mit hier zum Beispiel auch in den Aktienanalysen damals schon, als ich dieses eine Unternehmen Equinor und so weiter hier mit analysiert habe, gesagt, dass es eine super Möglichkeit ist, dass du halt überall dort, wo das meiste an CO2 anfällt, in der Industrieproduktion, in den Zementfabriken und so, dass du dort das CO2 im Endeffekt auffängst und dann wieder unter die Erde presst. Weil schlussendlich ist es ja so, die Menschheit ist dadurch gewachsen, gewachsen, gewachsen und auch fortschrittlicher geworden, dass wir, ja, die ganzen Erdöle, die fossilen Brennträger sozusagen aus der Erde und unter der Erde herausgeholt haben. Also nehmen wir sie doch einfach jetzt und pressen sie wieder in Form des CO2s wieder unter die Erde, wo sie hingehören. Aber hier ist man dann auch wieder zu ideologisch verblendet und sagt dann, das geht dann in Deutschland wieder nicht. Und da gibt es halt wieder diese Regulierung. Er sagt zum Beispiel, dass in der Chemieindustrie und Branche BASF hier mit 14, nicht Seiten, Regulierung, sondern mit 14.000 Seiten Regulierung zu kämpfen hat. Da ist es doch irgendwann logisch, dass die Unternehmen immer mehr im Ausland investieren, oder? Ja, also er beschreibt im Endeffekt die Klimapolitik Deutschlands als die dümmste Klimapolitik der ganzen Welt. Also ich muss hier wirklich nur sagen, Kompliment für diese deutlichen Worte. Und ich muss auch sagen, man kann natürlich immer sagen, ja, der hat es jetzt leicht. Jetzt, wo Linde nicht mehr ein rein deutsches Unternehmen ist, auch nicht mehr an der deutschen Börse ist und so, da
kann man dann wieder sozusagen anfangen, Klartext zu reden. Aber man muss auch sagen, nein, Wolfgang Reitzle, der ist schon länger Gastautor auch dort und hat schon länger diese ganzen Themen angesprochen. Und ich muss so sagen, Kompliment, wir bräuchten sehr viel mehr Leute aus der Wirtschaft, die hier mal so klare Worte finden, weil dann auch mehr Menschen merken eigentlich, ja, dass es halt eben einfach konträr zur der aktuellen Politik, die immer etwas reden von Wirtschaftswachstum und ja, wir schaffen das alles und bla 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 und wenn wir das nicht so machen, das ist alternativlos, wir müssen das so machen und so, dass man immer mehr erkennt, ah, die Leute, die sich wirklich in der Wirtschaft auskennen, die das Ganze ausbaden müssen, die sprechen da ganz andere Worte mittlerweile als die Politik.